Ich bin Nathalie und ich komme aus Frankreich. Ich bin Französin. Ich bin Künstlerin in Berlin. Eigentlich Künstlerin hatte ich immer ein Problem damit. Ich bin ausgewachsen mit der Idee, dass Künstler zu sein war nicht möglich und schlecht. Und ich muss sagen, ich kann das sagen, seit ich in Stadtlab bin, dass ich Künstlerin bin. Das ist ein großes Wort für mich. Aber ihr alle sind erlaubt zu machen, was sie wollen. Und es gibt keine Verurteilung, was die anderen machen. So langsam bekomme ich besser mit diesem Wort Künstler zu sein. Dieser Begriff Künstler zu sein. So ja, ich könnte sagen, ich bin Künstlerin. Ich zeichne gerne, ich zeichne immer. Ich mache Live-Drawing oder in kleinen Heftchen, ich zeichne immer. Und jetzt, ich mache Screenprint, Siebdruck in der Stadtlab. Und was ich toll finde, ich kann wieder meine Zeichen nehmen und die erweitern mit Farbe. Ich kann die vergrößern oder Hintergrund machen mit Farbe oder mehrere Farben. Und das kommt immer von Zeichen, das ich mache. Die sind sehr einfach und nicht so viel gedacht. Das ist nur ein Kleinstift, ein Stück Pappe oder, ne? Und die können etwas anderes werden mit Siebdruck. Und das finde ich toll. Wie bin ich zu Berlin gekommen? Ich hatte in der Schule Deutsch gelernt und ich hatte meine erste Reise. Schulreise in Berlin gemacht, 6 Monate vor der Mauerfall. Und das war eine sehr starke Erfahrung für mich, die Stadt zu sehen. Sie war meine erste große Stadt und diese West- und Ost-Kontrast fand ich sehr impressiv. Und ich hatte Freunde, die auch hier lebten, so ich dachte, ja, warum nicht? Ja. Ich bin in der Stadtlab Mitglied seit 2 Jahren, 2018. Vorher hatte ich eine andere Siebdruckwerkstatt besucht. Die ist leider zugemacht wegen dieser Mieteprobleme. Sie sind zwangsgeräumt geworden. So, ich hatte keine Werkstatt mehr. Und ich habe herumgefragt und habe ich gehört zu den Stadtlab und habe ich hier einen Besuch gemacht und fand ich super. Und jetzt bin ich hier. Stadtlab ist toll. Man kann, wenn man will, kommen. Stadtlab für mich ist eine Erweiterung von zu Hause. Ein Ort, wo ich kann andere Leute treffen und quatschen, meine Sachen machen. Ich kann auch in meine Blase bleiben und ruhig arbeiten oder mit den anderen quatschen. Es kommt darauf die Stimmung und wer ist da und wer ist frei zu reden oder nicht. Oder, ja. Ich wohne nicht in Wedding, ich wohne in Neukölln. So, wenn ich fahre zur Stadtlab, ich bleibe den ganzen Tag hier. Und das ist wirklich toll, weil wir haben auch eine Küche, so man kann wirklich kochen. Jetzt gerade, ich arbeite auf meine Blumenzeichen. Das sind ja wie die anderen einfache Zeichen, das ich habe mit irgendwelchen Stiften gemacht auf Papier. Und jetzt ich spiele mit der Farbe und ich verteile die Farbe darauf mit 6 Schichten. Und was ich mag, ist, das ist eine unendliche Arbeit für mich. Mit einem Motiv, ich kann das arbeiten in verschiedenen Versionen. Und nach einem Moment, ich bin nicht mehr so interessiert an das Motiv. Das Motiv ist da, aber die Farben sind wirklicher. Und ich könnte mit dem gleichen Motiv verschiedene Farben arbeiten. Und das gibt dem Motiv eine andere Stimmung. Und das bekommt etwas anderes. Jedes Mal, dass ich die Farbe ändere, das ist für mich wie ein anderes Zeichen. Also, ich finde das wirklich toll. Jetzt, dass ich das Stadtlab besuche, ich bin oft hier und ich fahre jeden Tag durch Berlin, um meine Werkstatt zu erreichen. Und nach erkenne ich ein bisschen mehr von der Kids. Und ja, das ist auch eine sehr interessante Kids, sehr reich. Es gibt sehr viele hier. Und ich muss sagen, ja, das ist ein bisschen wie Neukölln. Man muss das entdecken, die kleinen Cafés. Und ja, es gibt viel hier. Das ist interessant. Aber man braucht Zeit. Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, das zu entdecken.